Ja, herzlich willkommen zu automativ.de. Wir sind heute in einem offenen Auto, wie man sieht. Kein McLaren, obwohl gelb, sondern Porsche. Porsche 911 GTS und den schauen wir uns jetzt an. Ja, Racing Gelb heißt die Farbe. Eine von vier Farben, die Porsche so mitgibt. Also kostenlos, ohne Aufpreis. Es ist indischrot, es ist weiß und es ist schwarz und dann eben dieses Racing Gelb, das keinen Aufpreis kostet. Das finde ich eine gute Sache, weil bei vielen Herstellern gibt es meistens nur eine Farbe oder zwei Farben, die kostenlos sind. Alle anderen kosten ein paar hundert Euro. Hier sind wir tatsächlich safe. Ja, wir haben heute den 911 Carrera GTS der Generation 992 hier stehen. Einige erinnern sich vielleicht, wir hatten ein Video gemacht mit einem 911 Carrera S Coupé mit Carbon-Elementen innen drin, Sportex-Ausstattung, richtig schönes Auto, richtig sportliches Auto. Mit dem Titel, warum überhaupt GTS? Ja, das ist eben die Frage, warum braucht man überhaupt ein GTS zur Einsortierung? Das Auto hier als Cabriolet, das ist oberhalb Carrera, Carrera S, dann kommt Carrera GTS als Heckantriebsvarianten und dann gibt es natürlich Carrera 4, Carrera 4S und dann Carrera 4 GTS. Oberhalb dieses Autos kommt dann der Turbo, also das Turbo Cabriolet, dann immer standardmäßig, serienmäßig als Allradoption. Heckantrieb, Fahrwerkskomponenten von 911 Turbo. Wir haben hier Handschaltgetriebe, 7-Gang gekürzt. Das ist richtig cool und wir haben Servolenkung Plus, also eigentlich, und PDCC mit PASM, also 10 mm Tieferlegung. Also eigentlich alle Komponenten, die wir hier brauchen, um glücklich zu sein. Trotzdem sieht man an der Konfiguration, das Auto ist kein richtiger, also richtiger Sportler im Sinne des Sportlers, Rennstreckeneinsatz und so weiter, sondern das ganze Auto ist, ja gerne, das ganze Auto ist eher Genuss, also wie ein guter Rotwein, und eher nicht wie ein schneller Shot, bei dem es richtig in die Umdrehungen geht. Ja gut, der Vergleich, der hinkt. Wie auch immer, ich will damit sagen, das Auto ist ein Genießerauto, Cabrio, trotzdem sehr, sehr sportlich. So, und dieses Auto hier preislich, das beginnt bei 152.000 Euro. Porsche hat in diesem Modelljahr leicht erhöht leider. Das heißt, wir müssen mehr Geld für das Auto auf den Tisch legen. Die anderen Cabriolet-Varianten starten dann bei 122.000 Euro für den 911 Carrera Cabrio. Das ist auch schon knackig, ist aber toll. Es erinnern sich einige auch an den Test des normalen Basis Carrera, was der schon kann und was der alles hat. Ein nicht zu unterschätzendes Auto. Und dann haben wir hier mit dem Carrera S Cabriolet so die Mitte mit rund 140.000 Euro. Und hier sind wir dann eben bei den 152.000 Euro. Der dann tatsächlich der Sprung zum Turbo, wenn wir jetzt auch die Allrad-Variante nehmen hier vom GTS, also 4 GTS, Carrera 4 GTS, dann sind wir bei so bei 166.000 Euro ungefähr. Und dann ist der Sprung zu den 200 noch was 1.000 Euro, 202 oder 203.000 Euro Grundpreis vom 911 Turbo Cabriolet ziemlich groß. Und da ist eine richtig große Lücke, die natürlich dadurch begründet ist, dass der 911 Turbo nochmal andere Technologie an Bord hat, im Sinne der Antriebssteuerung, im Sinne des Fahrwerks und im Sinne natürlich der Ausstattung, dass dieser große Sprung dann nochmal entsteht. Und deswegen ist dieses Auto eben sehr, sehr spannend. Ich hätte auch sagen können, Carrera S Cabriolet hätten wir auch nehmen können und sagen können, wozu brauchen wir überhaupt ein Carrera GTS Cabriolet? Aber jetzt haben wir nun mal die Top-Variante hier, denn eben wegen diesem Sprung zum Turbo Cabriolet und weil er viele Komponenten schon vom Turbo erbt, die er hier als Carrera noch sehr, sehr schön fahrdynamisch verarbeiten kann. Und wo könnte man diese Fahrdynamik nicht besser ausleben als in den Vogesen im Elsass? Wir fahren immer von Grenzregionen zu Grenzregionen und das sieht man hier in diesem Panorama. Und wenn man schon so ein Panorama sieht, dann kann man sich ja schon denken, was für Straßen dahinter stehen. Und das ist eben das Schöne mit so einem Auto. Es ist wie zugeschnitten dafür. Und das Beste, das habe ich noch gar nicht gesagt, man hat es vielleicht kurz gesehen, wir haben hier das manuelle 7-Gang-Getriebe an Bord. Das bin ich selbst noch gar nicht gefahren beim 992 Carrera. Ja, nur beim 991.2 bin ich es gefahren, aber beim 992 noch nicht. Das 7-Gang-Getriebe werden wir auch noch sehen mit einem 10 mm verkürzten Schaltknauf. Das macht sehr, sehr, sehr viel
Laune. Ja, wie das Auto hier steht, preislich, auch das will ich nicht vorenthalten. Wir haben hier 180.000 Euro. Das heißt, von dem Grundpreis von ungefähr 152 waren es, glaube ich, bis 180.000 haben wir knapp 30.000 Euro hier an Optionen nochmal drin. Ich sage an den geeigneten Stellen auch, wo diese Optionen liegen, und auf www.automativ.de auf unserem Magazin. Da können Sie nochmal die detaillierte Ausstattungsliste dieses Autos auch nachlesen, weil der hier ist gar nicht so schlecht konfiguriert. Da kann man sich sicherlich ein paar Sachen abgucken. Ja, wenn wir jetzt hier am Heck schon stehen, gehen wir kurz drum. Wir haben hier natürlich nicht wahnsinnig viele Veränderungen gegenüber einem Basis 911 Carrera oder einem S. Hatten wir schon alle durch, auch die ganzen Verlinkungen vom Basis Carrera, vom S-Modell und vom Turbo Cabriolet sogar, sind nochmal unten in der Box. Wir haben hier schwarz-matten Schriftzug, Porsche als auch Modellschriftzug, und wir haben hier dieses monochrome Rückleuchtenband. Das ist ja bei den Basis und auch beim S ist es ja in Rot ausgeführt, und hier haben wir es in diesem Grau-Schwarzton. Sieht noch ein bisschen schicker aus, war oder ist eine Exklusivoption bei den Basismodellen, also Basis- und S-Modellen, und hier beim GTS ist die Exklusivoption dann Serie geworden. Es gibt aber trotzdem hier auch noch eine exklusive Option, die dann die Rückleuchtengrafik hier etwas anderes darstellt. Die kostet knapp 300 Euro, meine ich mich zu erinnern, die dann eben für die Leuchten eben nochmal eine andere Grafik hier darstellt. So, unten haben wir das tatsächlich, finde ich, ganz minimal merkwürdig, also vom Design, einfach nur vom Design, dass wir hier dieses Kunststoff alles haben und dann dieses in der Mitte zwischen den beiden Endrohren in schwarz, in Chrom, in dunkelchrom eingefasst mit der Sportabgasanlage, die serienmäßig ja hier an Bord ist beim GTS. Beim S und Basis wäre sie optional. Haben wir trotzdem dieses Mittenteil, was mir nicht so sehr gefällt irgendwie. Das geht dann so rein, ist weder offen noch geschlossen, aber geht irgendwie so rein. Finde ich jetzt nicht schön, aber ja, ist Geschmackssache. Dann haben wir natürlich auch noch die Option, da hatten wir, glaube ich, mal einen Testwagen auch, wenn ich mich recht erinnere. Diese Teile hier, diese seitlichen Winglets, die sind ja, kann man hier durchfassen, dienen der Aerodynamik, der Verwirbelung hinten, zur Optimierung des CW-Werts und so weiter. Die kann man dann noch lackieren. Das ist dann eine exklusive Option. Ja, sieht ein bisschen anders eben dann aus, würde ich aber nicht machen. Das Geld würde ich mir sparen. Ja, und woran man einen GTS auch noch erkennt, ist hier am Heckdeckel. Das sieht ein bisschen anders aus von der Struktur als beim Basis-11er und beim S-11er. Beim GTS ist da eben noch ein bisschen, ja, Farbenstruktur ein bisschen anders gemacht. So, was haben wir jetzt hier an der Seite? Wir haben jetzt hier vom Turbo, das ist die erste Komponente vom Turbo, die wir jetzt kriegen. Das ist der Zentralverschluss hier bei den 21 Zoll Rädern hinten und 20 Zoll Rädern vorne. Auch diese, nicht nur Mischbereifung, klar, das hat jeder 911er, aber jeder, diese unterschiedlichen Zollgrößen, auch die kommen natürlich vom Carrera, aber ursprünglich auch vom Turbo. Und hier haben wir eben das Turborad auch mit Zentralverschluss, dahinter auch die Turbobremse. Die ist jetzt hier in Rot ausgeführt. Wir kriegen natürlich auch die Keramikbremse bei den GTS-Modellen. Wir kriegen auch die Keramikbremse beim S. Aber die braucht es ehrlich gesagt gar nicht, weil sie, werden wir auch gleich noch sehen, sie packt wirklich sehr, sehr, sehr schön zu. Und wenn wir vor allem noch die Seidenglanz oder die matt-schwarzen, ist ja nicht Seidenglanz, nee, sorry, aber matt-schwarzen Räder hier haben, sieht man auch den Bremsstaub nicht so. Das heißt, Keramikbremsanlage für ja, knapp 9.000 Euro braucht man dann nicht wirklich. Was ich machen würde, wenn ich das Gelbe hier nehmen würde, das gelbe Auto, ich würde es immer in Indischrot nehmen statt in Racing Gelb, früher übrigens Speed Gelb, dann würde ich die Bremssättel auch in Gelb nehmen. Kriegt man natürlich nur mit der Keramikbremsanlage oder eben mit optionaler Zusatzausstattung. Was wir auch noch haben, wenn wir in der Hinterachse jetzt stehen, ist Fahrwerkskomponenten vom 911 Turbo. Auch hier diese Helperfedern, diese sogenannten Helperfedern, die Fahrwerkskomponenten hinten, die Federn immer unter Spannung stellen, unter Spannung lassen, die haben Carrera und Carrera S nicht. Die hat erst der Carrera GTS, um noch ein bisschen ja, Straffheit hier zu bekommen. Wir haben hier auch das PASM-Fahrwerk an Bord. Das ist nochmal 10 mm tiefer als das Fahrwerk, das Basisfahrwerk des Carrera oder Carrera S. Kriegen wir natürlich auch für den Carrera S. Hier im GTS ist das serienmäßig. An der Vorderachse auch hier Zentralverschluss, 20 Zoll Räder. Wir haben hier Pirelli P-Zero Bereifung drauf. Genau, und auch hier entsprechend die roten Bremssättel. Ja,
Auch hier vorne Fahrwerkskomponenten mit einem Hilfsrahmen. MacPherson natürlich vorne, eh bei jedem Carrera, aber auch mit dem Hilfsrahmen. Und die ganzen Fahrwerkskomponenten oder viele Fahrwerkskomponenten kommen eben auch an der Vorderachse vom 911 Turbo. Und das soll ihn nochmal präziser machen, den GTS, als den Carrera S. Nochmal mehr zum Fahrerauto, nochmal mehr eben zum etwas offensiveren Auto. Boah, das ist ein lautes Flugzeug. Ja, vorne an der Front. Wir haben auch hier GTS, typisch das Sport-Design-Paket. Das hat man hinten auch leicht gesehen mit diesen Wings und auch in der Seite mit den Schwellern. Aber vorne sieht man es am besten. Wir haben das Sport-Design-Paket immer serienmäßig. Damit einhergehend auch eine relativ tief gezogene Frontschürze. Und eigentlich bräuchte man dann hier auch ein Liftsystem. Wir haben es hier im Elsass auch schon gerade vorhin gemerkt. Wenn man einmal nicht aufpasst und so ein Hubbel fährt an einem Restaurant oder einer leicht kaputten Straße und so, dann setzt man leicht schon auf. Das ist natürlich dem geschuldet, dass er schon relativ wenig Bodenfreiheit vorne hat. Und das Liftsystem hat das Auto eben nicht drin. Das wäre dann für mich Pflicht, damit ich hier nicht diese leichten Kratzgeräusche habe. Es macht nichts, man sieht nichts, aber unten drunter merkt man dann eben, dann wird es eben sehr angeraut, das Kunststoff da vorne. Genau, und dann haben wir die verdunkelten Leuchten vorne. Das ist jetzt in dem Fall Optionalausstattung PDLS Plus Scheinwerfer, Matrix-Scheinwerfer. Aber beim GTS ist serienmäßig immer, Voll-LED-Scheinwerfer und vor allem auch verdunkelt mit den verdunkelten Ringen und Chromringen im Scheinwerfer selbst drin. Schaut sehr edel aus, finde ich gut. Und wie gesagt, man erkennt da einen GTS. Vorne natürlich Kofferraum, zeige ich jetzt nicht, der ist voll bepackt. Da bekommt man einiges rein, weil wir haben ja nicht die 4, also Allrad-Variante, sondern nur die Hecktriebler-Variante. Das heißt, wir haben vorne einen großen Kofferraum. Hinten kann man ja auch noch ein bisschen was verstauen. Das heißt, das funktioniert recht gut mit dem Mitfahren oder mit dem Wegfahren. Ja, wichtig auch, wie schaut es im Interieur aus hier in diesem Auto? Wir haben auch im GTS haben wir die Möglichkeit, allerdings nicht im Cabrio, sondern im Coupé, 25 Kilo nochmal einzusparen. Wir haben im GTS sowieso ein paar Dämmmaterialien, die hinten fehlen, zugunsten des Sounds, der Sportabgasanlage. Werden wir auch gleich noch hören, wenn wir fahren über diese wunderbaren Straßen hier. Aber wir haben beim Cabrio eben das Ding nicht. Wir haben trotzdem die Möglichkeit, beim Coupé natürlich die Vollcarbon-Schalensitze zu nehmen. Beim Cabriolet standen sie jetzt im Online-Konfigurator nicht drin. Hier die Sitze, die geben aber trotzdem sehr, sehr guten Seitenhalt. Die adaptiven Sportsitze plus 18 Wege sind das. Die sind wirklich gut, haben Racetex, also diesen Mikrofaserstoff, was früher Alcantara war, auf der Sitzmittelbahn. Es gibt Racetex am Lenkrad, am Schalthebel und in den hier Armauflagen. Das ist das Interieurpaket GTS. Und dann haben wir noch ein Interieurpaket Carbon. Das finde ich tatsächlich ein bisschen übertrieben. Wir haben ja tatsächlich echt Carbon. Das ist hier, hier und an den Türinnenverkleidungen. Allerdings kostet das echt über 3.500 Euro. Und das würde ich mir, wenn ich das Auto jetzt kaufen würde, sparen. Ganz genauso, wie ich mir die Burmeister-Anlage sparen würde für über 4.000 Euro. Da kann man echt noch mal ein bisschen runterkommen im Preis. Sie klingt natürlich der absolute Wahnsinn. Aber in dem Auto würde mir die normale bzw. eine Bose-Anlage auch wirklich mehr als reichen. Ich mache sowieso bei dem Sound das Radio aus, weil der Sound ist wirklich sehr, sehr kernig. Ja, wir haben GTS-Embleme in den Kopfstützen. Dann haben wir ganz normal, was ich ja schon oft gesagt habe, wenn man hier davor sitzt, werden wir auch nachher noch sehen, dann sehe ich die zwei äußeren Systeme nicht. Habe ich gleich von Anfang an beim ersten Mal, wo ich den 992 hier gesehen habe, gedacht, okay, geht so. Finde ich ein bisschen komisch, dass das hier verdeckt wird von den vom Lenkrad, dass ich immer so gucken muss oder so gucken muss, wenn ich da sitze. Aber gut, so ist es eben. Und hier, das fiel mir jetzt erst auf, eine Kleinigkeit, eine wirklich Kleinigkeit, aber das digitale Cockpit hier, dieser Übergang dann zum Multimeter-System hier, ja, ist irgendwie nicht so ganz mein wahnsinniger Fall. So, dann ist es an der Zeit, hier beim Cabrio auch zu fahren. Wenn man sich dann jetzt hier reinsetzt, klar, wir haben natürlich das automatische, vollautomatische Verdeck. Wenn ich hier das alles zumache, geht erstmal das Windschutz, das vollvariable Windschutz runter und dann schließt das Dach hier mit Magnesium-Querstreben, damit die Form des 911 gewahrt wird. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Schließt das bis zu Geschwindigkeiten
mit 50 km/h. Und ganz genauso öffnet das wieder. Was jetzt schön ist, und jetzt muss ich tatsächlich vielleicht aussteigen, nee, ich bleib drin, ist dieses Windschott. Früher beim 991 oder beim 997 sogar noch, hatte man Windschott immer vorne im Kofferraum liegen. Und da war das echt ein bisschen, ja, manchmal tricky, das immer reinzutun. Da hatte man zwei vorperforierte Löcher oder Montagestellen und dann musste man das immer reinklicken, rein mechanisch. Und man hat immer gesehen, wie diese Montagestellen drumherum, das Leder, wenn es vor allem schön beledert war, dass es immer leicht zerkratzt war bei Pressetestfahrzeugen oder auch bei Kundenfahrzeugen und so. Und das ist jetzt nicht mehr, denn man kann hier auf Knopfdruck das Windschott rausfahren. Das ist schön integriert und das gibt an einem diese gewisse Ruhe im Interieur vor und ist geschützt vor Wind. So, und jetzt würde ich sagen, wir fahren endlich, weil das ist natürlich das Wichtigste, wie dieses Auto hier fährt. Das Auto hier ist wie ein Rotwein im Barrique gereift, wenn man mal diese Analogie nehmen kann. Wir haben hier das 7-Gang-Handschaltgetriebe. Wir haben ein nicht auf nur Performance getrimmtes Auto, sondern klar, als Cabriolet einfach ein Auto für Genießer. So ähnlich wie der neue Sport Classic. Einfach kein Auto für die Rennstrecke, was trotzdem sportlich ist, womit diese Kurven hier sehr viel Spaß machen, werden wir gleich sehen. Aber was man einfach nimmt, um auch schön zu fahren. So wie jetzt diese Kurven hier, wenn ich jetzt im ganz normalen Modus bin, dann habe ich auch die Sportabgasanlage nicht an, aber trotzdem klingt er schön kernig. Wenn ich jetzt in den Sportmodus wechsle, merkt man sofort, okay, alles klar, die Klappen, die gehen auf und wir haben dieses leichte Blubbern in diesem Auto drin. Und jetzt fühlt sich das Ganze auch ein bisschen sportlicher an. Der Widerstand im Lenkrad ist ein bisschen mehr, aber er ist auch im Normalmodus, trifft er genau meinen Geschmack. Und wir haben natürlich die Gaspedal-Kennlinie, die jetzt ein bisschen ja, sportlicher, offensiver anliegt. Und damit kann man jetzt ziemlich präzise und ziemlich auch ruhig über diese Straßen hier fahren. Wir haben an diesem Auto optional noch die Hinterachslenkung verbaut. Die lässt ja gewisse Winkel dann noch an der Hinterachse zu. Gerade beim Einparken ist sie dann entgegengesetzt. Beim durch die Kurven fahren ab 60 oder 80 km/h, kommt darauf an, in welchem Modus, ist es dann mitlenkend, sodass es noch mal ein bisschen mehr Präzision gibt. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wir brauchen gar keine Hinterachslenkung. Uns reicht ganz normal, man merkt die sowieso nicht. Und ich tatsächlich hätte mal wirklich gerne den direkten Vergleich von einem Auto aussteigen ohne Hinterachslenkung, ins andere Auto einsteigen mit Hinterachslenkung, ins exakt gleiche Auto, damit man mal überhaupt wirklich das mal verifiziert, spürt man sie, bringt sie was oder nicht. Klar, es verkürzt natürlich oder verkleinert natürlich den Wendekreis, aber ob es dann wirklich auch in Kurven Performanceunterschiede hervorruft, das würde ich tatsächlich gerne selber wissen. Ich für meinen Teil denke mir immer, ich merke die Hinterachslenkung, weil es das Heck sauberer durch die Kurve schiebt und führt. Aber es gibt da auch die andere Meinung. Genau, wenn wir jetzt hier ein bisschen sportlicher fahren, die Reifen sind natürlich gar nicht warm, sind auf ganz normaler Temperatur und außerdem sind auch heute viele Fahrradfahrer unterwegs. Wollen wir es auch nicht übertreiben. Wir haben hier auch kein GT3 oder GT3 Touring. Aber trotzdem, man merkt schon, dass um 10 cm sehr, sehr präzise und mit wenig Eingewöhnungszeit. Das heißt, man setzt sich rein und es passt einfach. Es ist wie, ja, wie ich so oft sage, wie ein Maßanzug. Und vor Kurven runterzuschalten, kann man entweder selber Zwischengas geben, dann kann man die Zwischengasautomatik überstimmen oder man lässt es einfach geschehen und die Zwischengasautomatik macht dann den Rest und macht die Drehzahlangleichung dann selber. Auch das funktioniert immer sehr, sehr gut und vor allem hat man dann ja immer dieses Blubbern und das ist wirklich was sehr, sehr, sehr schön ist und einfach Emotionalität in diese ganze Sache bringt, auch wenn Abgasanlagen, Sportabgasanlagen bzw. mit einem separaten Knopf bedienbare
Abgasanlagen ja nicht mehr erlaubt sind, nicht mehr zugelassen sind. Ja, genau. Jetzt fahren wir in dieses wunderschöne Tal hier rein. Und auch hier spürt man, wir haben PDCC, also Dynamic Chassis Control hier. Das heißt, man kann das Fahrwerk auf entweder straff oder auf normal machen. Da merkt man Unterschiede. Hier für diese Landstraßen ist natürlich das straffe Fahrwerk am besten. Ja, und jetzt haben wir diese Spitzkehre da vorne. Und das ist natürlich wieder so eine Sache wie geschaffen für dieses Auto. Man kann es einfach genießen. Drehzahlmesser. Typisch Porsche natürlich in der Mitte, groß und analog. Das ist auch das Wichtigste. Die zwei digitalen Instrumente habe ich schon oft gesagt, links und rechts, klar. Aber wir haben diesen Drehzahlmesser. Ich habe ja vorhin gesagt, ich sage die zwei Exklusivoptionen, die wir hier an Bord haben. Wir haben diesen Drehzahlmesser hier von Porsche exklusiv. Das heißt, wir haben ihn mit Kreide. Es ist ein bisschen im Retro-Look, so ein bisschen wie Sport Classic oder auch die Heritage Edition des Targa 4S. Da sind sie allerdings in grün. Hier haben wir in Kreide, aber wir haben es eben in diesem leicht historischen Design. Und das ist schön. Braucht man nicht unbedingt. Klar, was braucht man schon? Mir würde auch der serienmäßige Drehzahlmesser hier ausreichen. Aber es ist ein kleines, schönes Detail, dass das Auto einfach ein Stück weit individueller macht. Ja, und noch eine Sache, die das Auto eher zum Genießerauto macht als zum richtigen Racer, auch wenn es ein GTS ist, klar, das Handschaltgetriebe. Wir haben mit PDK haben wir hier 0 auf 100er Zeiten in 3,3 Sekunden. Mit Handschaltgetriebe sind es 4,3 Sekunden, also eine ganze Sekunde langsamer, weil man einfach nicht so schnell schalten kann wie das PDK. Zumindest das laut Porsche Werksangabe keine selbstgemessenen Werte. Aber es zeigt, das Auto ist einfach ein Fahrerauto, mit dem man genau diese Strecken hier fährt. Und auch wenn es voll ist mit Fahrradfahrern, Motorradfahrern, kann man ja sowieso nicht am Limit fahren, jetzt in Anführungszeichen, wie auf der Rennstrecke, sondern man genießt jede Kurve, man schaltet zurück, so wie hier jetzt. Man legt sich mit dem Vorderwagen in die Kurve und es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Grip da. Und die Kurvengeschwindigkeiten, die man dadurch realisieren kann, die sind einfach sehr hoch. Und da macht es auch nichts, beziehungsweise fördert das natürlich, wenn man jetzt zusätzlich noch mit dem manuellen 7-Gang-Schaltgetriebe fahren kann. Ja, was erwartet man von einem 911 Carrera GTS, vor allem von einem Cabrio? Ja, man erwartet Leistung, man erwartet Präzision. Vor 12 Jahren gab es den ersten 911 GTS und auch der hatte mehr Präzision und mehr Leistung und mehr an Sound auch. Und das alles, das bekommt man hier, vor allem beim Cabrio. Und vor allem beim Cabrio spielt es natürlich eine Rolle, dass man auch noch mehr hört. Es ist nicht nur offen, sondern auch Dämmmaterial fehlt hinten, sodass der Sound eben noch besser, noch
schöner ist. Ja, und das Auto, das löst vieles dieser Versprechen ein, vieles dieser Erwartungen löst dieses Auto ein. Man hat auch den Preisunterschied zum Carrera S, der ist nicht so groß, dass man sagen würde, okay, das lohnt sich ganz und gar nicht, denn man hat ja auch viele technische Komponenten, die von 911 Turbo und Turbo S tatsächlich auch kommen. Zum Beispiel die Felgen hier, die man hier nochmal im 911 Carrera GTS untergebracht hat. Und dieser Abstand eben zum 911 Turbo, der ist so groß, dass ich sagen würde, okay, 911 Turbo, das ist schon nochmal eine ganz andere Liga und auch preislich eine andere Liga, aber man bekommt schon sehr, sehr viel bei diesem Carrera GTS hier für dieses Geld. Ja, und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dieses kurze Review hier zum 911 Carrera GTS Cabriolet, damit wir Ihnen ein bisschen näher bringen konnten, dieses Auto. Und ich hoffe, Sie konnten sich auch ein bisschen darin reinversetzen, in dieses Gefühl hier durch die Vogesen, durch das Elsass hier mit diesem Auto zu fahren. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Vergessen Sie auch nicht, unsere Social Media Kanäle hier unten zu abonnieren und auch vor allem YouTube hier den Kanal zu abonnieren, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn nicht, dann auch. Oder schreiben Sie uns. Wir lesen alles und beantworten auch fast alles. Da freuen wir uns sehr, wenn Sie uns mit Tipps oder auch Fragen, zusätzlichen Fragen hier zu den Fahrzeugen noch eine E-Mail schreiben. Dann machen Sie es gut und wir sehen uns ganz bestimmt beim nächsten Mal.